Go, 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 go! Bam, bam, bam. Oh. Da, wie er fliegt! Das war schlecht. Mein letztes Gadget-Mobil. Oh! Was war das denn? Toll. Echt toll. Ne. Nicht im Ernst. Jetzt muss ich alles nochmal neu machen von den Granatwerfern aus, oder was? Das ist ja lächerlich. Wir gehen mal direkt darüber. Oh nein. Vorarbeiten. Leute, wir müssen vor. Wie kann mich hier im Haus... Verstehe ich nicht. Ehrlich nicht. Boah, jetzt... Lad auf. Oh. War das wieder eng. Tot. Alter. Was stimmt mit den Leuten hier nicht? Ich glaube, das 77.000. Mal, dass ich jetzt gestorben bin. Oder? Man muss ja doch hier stehen, irgendwie. Nee. Ja. 4 Magazine von allem ungefähr. Ja, wir gehen doch in Deckung. Ja, die machen wir jetzt kalt als allererstes, das sehe ich so. Ein bisschen weniger zielen, so in dem Bereich. Ey, ich hab den doch... Tot. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, von wo kamen diese Granatwerferschüsse. Boah, irgendwo von hier, oder? Mal schauen nochmal. Ach, da haben wir ihn. Ich sehe ihn aber nicht. Ach, von da. Einer haben wir erledigt, oder? Oh. Mach ihn kaputt. Jetzt mach. So lange nicht. Oh. Ich sag's euch, Leute, jetzt ist es viel leichter. Ich hätte viel früher auf...
diese Scheiße achten müssen. Aha. Da sind zwei wohl lebensmüde. Aber anscheinend auch immun gegen meine Schüsse. Naja, aber immerhin läuft's jetzt. Versucht mich einer von hinten abzuknallen oder was? Na gut. Vor, vor, vor! Wo denn? Oh, Labanet. Nicht mehr. Das müsste einen Tod. Oh, war das schlecht. Komm raus, du Mutterficker. Oh, Drack. Zwei Tote auf einmal, ja. Okay. Das Gebiet ist geräumt, wir können durch. Ah, da ist noch einer. Da ist ein Einzelner noch. Komm raus. Ah, jetzt. Was glaubst du, was wir versuchen? Nein, nein, nein. Boah, du Ficknutte. Wieso bewegt er sich nicht, wenn ich nach hinten gehe? Oh Mann! Jetzt müssen wir schon wieder anfangen. Also wir machen das allererste, was wir machen, ist hier. Und wenn er uns abknallt. Aber wir brauchen erstmal meine Deckung. Brauche ich wieder. Ey, fick dich, Maus. Ich sterbe. Oh, war das wieder nur Glück, dass ich überlebt habe. Ehrlich. Ehrlich war er. Ah, das war's. Ah, nur noch die sind übrig. Oh, fuck. Oh, fuck. Einer. Mama ist einfach so, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Gebäude, echt, ey. Aber wir haben immer noch einen Granatwerfer ins im Gegnerteam. Merke ich gerade, oder? Nee. Anscheinend nicht mehr. Aber jetzt ist wurscht. Was ist das denn? Was zur Hölle? Von wo?
Von wo? Ja, die ist mir Wayne. Die Blendgranate ist mir... Wenn wir weiter... Ja, die haben wir die ganze Zeit schon. Ein bisschen Platz schaffen. Haben wir noch was zu erledigen hier? Ja, haben wir. Natürlich habe ich ihn erwischt. Ja, ja, wir räumen ja auf. Mehrfach Kills hier for the win. Jetzt hat aber alle. Wir brauchen viel mehr Ammo jetzt hier noch. Sechs Schuss müssen noch reichen für den Arsch. Komm raus. Ganz locker. Naja, so locker war es jetzt eigentlich auch nicht, aber... Aber in jedem Fall haben wir jetzt ein bisschen Ammo für die Leute da oben. Ich pack's nicht. Okay, das war's. Okay. Wow. Endlich. Das haben die doch gleich durchgeballert. Hast du eine bessere Idee, Irish? Du hast gesagt, sind sie Vergan tot. Cheng wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der USS Valkyrie. Dein Mann, ein Führungszeichen? Ja, unsere CIA-Tarnung. Wenn Cheng herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiß auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen gehören wir nicht zu, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Hilly, in Deckung! Wo? Ah. Oh. Hat er das wieder überlebt? Der hat doch schon einen Nuklearanschlag überlebt. Das muss er doch auch schaffen. Alles klar bei euch? Ich bin am Leben. Der Boss ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon.
Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ja. Den haben wir absolut. So. Wie geht's jetzt weiter? Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns US nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tombstone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Wir bleiben zusammen und am Leben. So sehe ich das Ganze nämlich auch, Leute. Zwei Tage später. Muss ich sagen, das wusste ich. Pass auf, Herr, es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Russen! Habt ihr uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Helena? Wir müssen hier raus, es sind so viele, verdammt! Leise, Marie! Los, los, los! Bewegung! Na los! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber, wir haben 3 Minuten. Was ist das, ein Observationsposten? Ja, kommt jetzt, Leute, Bewegung! Hey, wir werden fast aufgeflogen, dachte du wärst ein Marine? Tombstone Squad, 7. Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder, mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich, Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist 1 Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Muss mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles verbrennen und dann weg hier. Zieht Leine! Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Sobald wir bei den US-Truppen sind, müssen wir uns der Valkyrie mitteilen. Garrison weiß, wen er an Bord hat. Oder, Hella? Er weiß es, aber sonst niemand. Je weniger es wissen, desto besser. Alles klärchen, Bärchen. Und hiermit beende ich meine Aufnahmesession für heute, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.